Hallo und einen wunderschönen guten was auch immer. Wir haben hier ein rosa Bärchen und das Spiel heißt Hug Arena. Also es ist quasi eine Art Huggy-Bär. Die Freunde von Starsky und Hutch wissen, wen ich meine. Ich glaube aber, der hat mit dem hier nichts zu tun. Wir können aber mal gucken, worum es hier geht. Das ist ein schräger Titel und das Spiel ist nicht weniger schräg. Und ich bin gespannt, ob ihr gespannt seid. Weil dann seid ihr nach dem Intro noch da. Bis gleich. Okay, willkommen zurück. Ich freue mich. Dann drücken wir mal die Action, um zu starten. So, das bin ich. Ich habe den jetzt gehackt. Ah, der will meinen Hack nicht. Okay. Rejected. Der fand den gut. So, die sind jetzt voller Liebe. Genau, okay. Love. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Die anderen kommen dann dazu. Das ist. Die rennen auf mich zu. Ich brauch. Muss mir immer einen suchen, der ein bisschen abseits ist. Weil da kommt der andere dazu gerannt irgendwie. Ich hab's noch nicht so ganz verstanden. Also ich muss die lieb haben. Ja, okay. Was gibt's da? Live. Was auch immer. So, komm her. Komm, du willst Liebe. Sehr gut. Das sind zwei. Wir müssen die voneinander trennen. Was? Wieso ging das schief? Ich verstehe das nicht. Wenn der andere dazukommt, dann ist aus mit Liebe. Irgendwie. Du willst mich nicht? Du undankbarer Bastard. Was soll das? Ich verschwende meine Liebe an ihn, sozusagen. Okay. Ich kann Liebe sammeln von ihm. Ich verstehe. Okay, das ist gut. Aha, also ich muss dir eigentlich überzeugen. So. Love. Das verstehe ich nicht so ganz. Also ich muss das machen, bevor ein anderer dazu gerannt kommt irgendwie. Wenn ich dem hinterherlaufe. Na, wieder nix. Komisch ist das schon. Nee, immer wenn ein anderer dazukommt, scheitere ich. Habe ich nur dieses eine Leben? Ach nee, da oben sind meine Bären. Okay, alles klar. Gut. Was ist das? Das Regeneration. Regeneration. Den haben wir. Oh Mann, Love-Balken erstmal wieder voll. Ah ja, okay. Ah, ich fange an, es zu verstehen. Also ich kann mich immer nur einem widmen anscheinend. Hat einer auf mich geschossen. Ich habe aber nicht mehr genug Liebe. Komm mal her. Komm. Hab mich lieb. Hab mich gefälligst lieb. Los. Gut. Alles klar. Geschafft. Okay.
Was ist das alles? Speed. Speed ist gut. Cool. Wie rejected? Du spinnst wohl. Ich bin herzallerliebst. Verdammt. Level 4 war das. Okay. Gucken wir mal. Jetzt so langsam, wo ich das Spielprinzip ein bisschen durchgestiegen bin. Okay, gib mir deine Liebe. Komm her. Gib mir deine Liebe. Sei lieb zu mir. Und du magst mich auch. Genau. Zack. So. Komm, wir bleiben ein bisschen unter uns. Hm? Oh nein, ich darf den nicht berühren. Okay. Scheiß. Warum auch immer? Ist das Eifersucht oder? Ach so, das weil ich nicht genügend Liebe habe. Ich verstehe. Wenn ich nicht genügend Liebe habe, dann weist er mich ab. Dann gibt's Rejected. Verstehe. Gib mir deine Liebe. Los. Gib mir deinen Saft. Ich geb dir meinen. Der hat auf mich geschossen. Bastard. Es hat was. Okay, komm her. Lass dich herzen. Sehr gut. Ja, okay. Geschafft. Okay, also die schon verliebt sind. Power. Die schon verliebt sind, die kommen mir auch nicht in die Quere. Scheinbar. Ja. Aber ich muss immer darauf achten, dass ich genügend Liebe habe, um jemand davon zu überzeugen. Genau. Ich fange an zu verstehen. Ja, die habe ich schon mal. Achso, ich habe nicht genug. Geschlafen. Also gut. Sehr geil. Sehr geil. Ich frage mich immer, wie man da drauf kommt. Auch geschafft. Sehr gut. Was gibt's jetzt? Was war das? War das Power? Life. Okay. Life ist auch nicht schlecht. Kann man immer gebrauchen. Oh, der hat geschossen. Reicht nicht. Nur wo kriege ich jetzt Liebe her? Ah, es dauert. Wo kriege ich Liebe her? Can't buy me love. Okay. Love is in the air. Jetzt habe ich dich. Ah, du willst doch auch. Komm her. Andere schießt auf mich. Merkwürdige Art, mir seine Liebe zu zeigen. Ups. Geschafft. Okay. Wer bist du denn? Reicht nicht. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss ich hier die ganze Zeit rumeiern und warten. Ich habe mich so ein bisschen entliebt. Ich muss jetzt erstmal warten, bis das wieder besser wird. Den habe ich geschafft. Komm. Wir müssen füreinander da sein. Geschafft. Cool. Das ist, die Spielidee ist nicht schlecht. Das ist im übertragenen Sinne ist das so eine Art Bubble Bobble. Nein! Dumm reingelaufen. Also, das war Hack Arena. Echt eine witzige Idee. Ich habe einen Moment gebraucht, um es zu verstehen. Aber das macht Spaß. Es ist witzig. Und man denkt viel über sich selbst und Beziehungen und Liebe nach. Wie findet ihr das? Ich fand das sehr unterhaltsam. Spaßig. Ja. Und ich werde das bestimmt immer mal wieder probieren. Kanntet ihr das schon? Findet ihr das gut? Kann man das vielleicht noch ausbauen? Habt ihr Ideen dazu?
Schreibt es mir in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video bleibe ich, euer Alex, und ihr seid die Geilsten. Ciao, ciao.